Es ist soweit. Morgen früh wird der Lander Mesket auf dem Asteroiden Ryugu landen. Es ist der Höhepunkt einer spektakulären Mission. Ryugu gehört zur Klasse der erdbahnkreuzenden Asteroiden und könnte der Erde potenziell gefährlich werden. Die Mission will mehr über diese Asteroiden erfahren und Daten sammeln, um Einschläge auf der Erde in Zukunft zu verhindern. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt's täglich neue Science-Videos. Abonniert den Kanal gerne. Herzlich willkommen. Zuerst mal der Hinweis auf unseren Livestream zur Raumfahrt heute Abend um 20 Uhr hier bei Klicksum von diesem Sofa. Der Link ist in der Videobeschreibung und unter dem i hier oben. Es geht um solche Missionen, Flüge zum Mars, Mond und so weiter. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie gerne hier in die Kommentare. Für Mitglieder und Patrons geht es übrigens schon um 19.30 Uhr los. Ihr bekommt die Infos per WhatsApp und hier unter dem Community-Tab. Zum Thema. Schon 2014 war die Raumsonde Hayabusa 2 gestartet. Ende Juni 2018 hatte sie dann ihr Ziel fast erreicht, den Asteroiden Ryugu. Die japanische Raumfahrtagentur JAXA meldete, dass die Sonde sich nun 20 Kilometer von Ryugu befinde und von dort aus Messungen vornehmen werde. Das Ganze spielt sich rund 300 Millionen Kilometer von uns entfernt ab, aber Ryugu ist nicht immer so weit weg. Manchmal ist er auch näher. Er befindet sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne, die Erdumlaufbahn kreuzt. Damit gehört er zu den potenziell gefährlichen Asteroiden, die auf der Erde einschlagen können. Und diese Mission hat das Ziel, mehr über diese Asteroidenklasse zu erfahren. Hayabusa 2 wird in den nächsten anderthalb Jahren den Asteroiden vermessen. 2020 soll die Sonde dann zur Erde zurückkehren und Proben mitbringen, die bei einem dichten Überflug eingesaugt werden. Dafür wird sie Mitte nächsten Jahres einen Impactor auf den Asteroiden schießen und beim Überflug das aus dem entstandenen Krater ausgeworfene Material aufsaugen. Zudem hat sie bereits zwei Länder abgesetzt, die bereits spektakuläre Bilder von der Oberfläche gemacht haben. Mit an Bord der deutsche Miniroboter namens Mesket, entwickelt vom DLR, der aus einer Höhe von 100 Metern auf den Asteroiden absinken soll. 16 Stunden Batterielaufzeit bleiben dem Lander, um Daten zu erheben. Dabei nimmt die Kamera Mescam bereits während des Abstiegs Bilder auf. Nach der Landung wird sie die Umgebung der Landestelle bis zum Horizont in hoher Auflösung fotografieren und führt auf der Asteroidenoberfläche geologische und physikalische Messungen der Umgebung und des Untergrunds durch. Das Radiometer MARA misst die Oberflächentemperatur sowie die thermischen Eigenschaften des Oberflächenmaterials. Das Infrarotspektralmikroskop Micromega, ein Instrument des Institut d'Astrophysique Spatiale Paris, ich hoffe, hab's richtig ausgesprochen, ermittelt die mineralogische Zusammensetzung der Oberfläche. Das Magnetometer MAG, eine Entwicklung des Instituts für Geophysik und extraterrestrische Physik der Technischen Universität Braunschweig, wird das Magnetfeld des Asteroiden vermessen. Ein heftiges Programm. Das macht Mesket an verschiedenen Orten. Dabei bewegt sich der Bot mit einem Schwungarm von Ort zu Ort. Die Gravitation des Asteroiden ist nämlich so schwach, dass bei jeder anderen Fortbewegung die Gefahr bestünde, vom Asteroiden wegzufliegen. Überwacht wird das 10 Kilogramm schwere Gerät von Köln aus, vom DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Dort gibt es auch einen Livestream, auf den wir in der Videobeschreibung verlinken. Für die Wissenschaft wird diese Mission wichtige Daten erheben. Neben den Informationen über möglicherweise auf der Erde einschlagende Asteroiden werden wir auch mehr zu den Ursprüngen des Sonnensystems erfahren. Asteroiden wie Ryugu sind Überreste aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. Heute Abend also unser Raumfahrt-Livestream hier vom Sofa. Schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare oder auf WhatsApp mit dem Hashtag Livestream. Unter diesem Link hier könnt ihr euch den Livestream um 20 Uhr schon mal vormerken. Für Patreons und Mitglieder geht es bereits um 19.30 Uhr los. Den Link zu diesem Hangout werden wir euch, also den Mitgliedern im Community-Tab, den Patreons auf WhatsApp und direkt auf Patreon schicken. Nochmal ab 20 Uhr wird der Stream für die gesamte Klicksum-Community öffentlich gemacht und wir diskutieren zusammen und fachsimpeln zusammen. Und wenn ihr nie was hier verpassen wollt, dann da abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.